Frohes Neues! Heute gibt es frische News vom 1. FC Kaiserslautern, der mit viel Schwung ins neue Jahr startet. Die Roten Teufel präsentieren gleich einen Transfer-Dreierpack zum Auftakt der Wintervorbereitung. Bamuaka Simakala, ein offensiver Flügelspieler, kommt leihweise von Kiel und erhöht die Flexibilität in der Offensive. Mit 19 Toren und 9 Vorlagen in 37 Drittligapartien hat er schon für Furore gesorgt und wird dem FCK hoffentlich mehr Torgefahr verleihen. Frank Rohnstadt, ein vielseitiger Flügelverteidiger von Darmstadt 98, bietet Alternativen auf der Außenbahn. Der gebürtige Hamburger kann rechts und links spielen, was Gramotzes mehr taktische Optionen verschaffen dürfte. Der Transfer-Dreierpack wird komplettiert durch Dixon Abiyama, einen 24-jährigen Mittelstürmer von der Spielvereinigung Greuther Fürth. Mit seinem Tor gegen die Fortuna aus Düsseldorf schoss er die Fürther einst in die Bundesliga. Dixon zeichnet sich durch Schnelligkeit, Zug zum Tor und Vielseitigkeit aus, was der FCK in der Offensive sicherlich guttun wird. Aber es gibt auch Abgänge zu vermelden. Terence Boyd steht anscheinend vor einer Vertragsauflösung und Lex-Tiger Lobinger wird nicht mehr mit ins Trainingslager reisen. Dieser Stürmer sucht sich also einen neuen Club. Eine spannende Transferperiode für den 1. FC Kaiserslautern. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder hier dabei seid. Vergesst nicht, ein Like zu hinterlassen oder diesen Kanal kostenfrei zu abonnieren. Empfehlt mich weiter. Bis dann. Ciao.